Herzlich willkommen heute zu unserem heutigen Webinar iGroupware 16.1. Eine kurze Frage: Können Sie uns denn gut verstehen? Geben Sie noch mal kurz Rückmeldung in den Chat, ob der Ton gut zu hören ist, ob Sie uns gut verstehen können. Hallo Herr Löhr, hallo Herr Kaulich, hallo Herr Metz. Ja, hallo Herr Weber, ich merke schon, der Ton ist gut zu hören. Super, das freut uns. Also, ich bin heute zusammen mit der Birgit Becker. Ich rufe mal groß in den Äther. Birgit, bist du schon online? Hallo Stefan, jawohl, bin online, freue mich heute wieder dabei zu sein und unseren Teilnehmern zu präsentieren, was wir uns denn so für die 16.1 alles gedacht haben. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir warten noch ein, zwei Sekunden, bis alle wirklich im Webinarraum drin sind. Ich sehe, da kommen dauernd noch neue Leute rein, aber für die, die pünktlich da sind, wollen wir natürlich auch beginnen. Sind Sie gut drauf? Schreiben Sie mal in den Chat, ob alles soweit okay ist. Sind Sie gut gelaunt? Sind Sie bereit für Neuigkeiten der iGroupware 16.1 zu hören? Ja, sehr gut, Herr Löhr. Jawohl. Hier geht's gleich los. Perfekt. Super. Dann fangen wir doch mal mit dem ganzen Thema an. Wir wollen das auch direkt wieder live zeigen. Das bedeutet, wenn es natürlich, weil alles live ist, ohne doppelten Boden, ist man halt vorher nicht sicher, ob wirklich alles so funktioniert, aber wir sind sicher, dass es 100% funktioniert. Das heißt, Sie sehen hier einen Screenshot, Sie sehen live iGroupware. Um mal ein bisschen zu verstehen, was wir eigentlich zeigen wollen oder was so die größten Themen der iGroupware 16.1 sind, haben wir mal ganz grob zusammengefasst, um was geht es eigentlich. Das heißt, das eine Thema wird sein Designoptimierung. Das heißt, wenn Sie gleich sehen, was wir am Design nochmal geändert haben. Und da ist auch ganz wichtig, dass wir nochmal Feedback von Ihnen bekommen, was Sie dazu sagen. Aber alles im Anschluss. Dann werden wir den Kalender zeigen, also den neuen iGroupware-Kalender. Nochmal die Ansicht für mobile Endgeräte. Was hat sich im Aktiv-Sync getan? Dann haben wir das spannende Thema Beta-Testing. Da kommen wir ganz zum Schluss nochmal auf Sie ein. Da brauchen wir Ihre Unterstützung nochmal, weil wir eine Gruppe gründen möchten, damit es mit der iGroupware-Version weiter vorangeht. Und dann haben wir uns diesmal Zeit für Fragen eingeplant. Beim letzten Mal waren einige Fragen, das haben wir aber nicht geschafft, in der Zeit zu beantworten. Deswegen wollen wir heute einen größeren Rahmen haben. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, ich übergebe mal an Birgit, dass sie uns mal zeigt, wie sieht die Version jetzt eigentlich aus. Ja, Stefan, vielen Dank. Wenn du umschaltest, dann können wir mal zeigen, wie sieht die neue iGroupware aus. Im Prinzip, was wir so auf den ersten Blick sehen, ist, es ist einfach ein Stückchen heller und leichter geworden. Das heißt, wir sind weg von dem Design, dass wir mehrere dicke graue Rahmen haben, sondern wir haben schlanke Linien. Wir haben insbesondere auch der Kopf der ganzen Tabellen ist deutlich schlanker und auch aufgeräumter, besser ausgerichtet, als es früher der Fall war. Das heißt, wir haben eine Zeile nur noch, in der alle Informationen verfügbar sind. Das spielt keine Rolle, ob ich mich im Adressbuch befinde, ob ich ins Mail wechsle oder mich im Kalender bewege. Im Prinzip, die wichtigsten Informationen finden Sie immer in der entsprechenden Kopfzeile. Das Hinzufügen haben wir überall jetzt gleichmäßig über diesen Plus-Button, der ganz links zu finden ist, direkt nebendran das Suchen. Genauso auch im Dateimanager. Auch dort haben wir entsprechend in den einzelnen Verzeichnissen den Datei hinzufügen, auf der linken Seite nebendran das Suchen, haben dann den Pfad, den man eingeben kann und die weiteren Möglichkeiten da drin eingebunden. Das ist so das Grobe, was das generelle Aussehen, was sich verändert hat an der Stelle. Vielleicht können wir mal ein kurzes Feedback dazu einholen, wie es denn so bei uns Ihnen das neue Aussehen gefällt, ob das ankommt. Also es geht ja einfach darum, dass es aufgeräumter ist an der Stelle. Also uns war es wichtig, es soll aufgeräumt, es soll eine klare Struktur sein und jedes Modul soll gleich aufgebaut sein. Also das war die Herangehensweise, zu sagen, an derselben Stelle ist dieser Knopf, an derselben Stelle sind diese Leisten, es soll alles einzeilig sein, es soll sauberer, aufgeräumter sein und freundlicher, genau, da haben Sie recht, Herr Kaulich, genau aufgeräumt sein. Ja, es sind noch alle Module da, es ist kein Modul verschwunden, es sind noch alle da.
Wir werden aber jetzt erstmal auf die größeren oder die Core-Module eingehen in dem Schritt an der Stelle. Okay, das ist so, ich sage jetzt mal, der Hauptüberblick zu dem, was sich vom Aussehen geändert hat. Damit würden wir dann auch, wenn jetzt hier keine Fragen weiter dazu sind, dann uns mal dem neuen Kalender widmen, denn dort hat sich vom Aussehen und von der Bedienung natürlich einiges getan. Dann zeig doch mal her den Kalender. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, ich gehe mal auf den Kalender. Im Prinzip, die Ansichten befinden sich jetzt nicht mal in der Auswahl von einem Kalendermenü, sondern wir haben es hier oben in die Kopfzeile gepackt, damit man da relativ einfach und schnell wechseln kann. Das heißt, wenn ich auf die Tagesansicht von den beiden gehen will, kann ich hier draufklicken. Wenn ich auf die Wochenansicht gehe, kann ich draufklicken. Wir haben hier einen sogenannten Toolbar, wie wir ihn auch aus dem E-Mail-Modul schon kennen. Sprich, es gibt einfach die weiteren Ansichten, befinden sich dann noch in diesem Weitere. Und damit kann ich natürlich auch auf eine Monatsansicht als Beispiel wechseln. Auch zwischen Ta Wochenende mit oder ohne Wochenende hat man gesehen, da war die 5 und die 7, weil ich finde, dass du mal ganz kurz zeigst, das ist auch für viele interessant, dass ich so schnell wechseln kann zwischen mit und ohne Wochenende, je nachdem, welchen Businessbereich ich bin. Ja, also diese Umschaltung zwischen 5 und 7 Tagen ist auch in allen Anwendungen jetzt einfach über diesen Umschaltknopf verfügbar. Es gibt auch nach wie vor diesen Planer nach Benutzer bzw. den Planer nach Kategorien. Auch da kann ich natürlich mich auf die Wochenansicht oder die Tagesansicht von dem entsprechenden Tag bewegen. Was jetzt neu ist, dass ich auch in dem Planer nach Benutzer einfach einen Termin hinzufügen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, ich sage jetzt mal 13 Uhr, kann ich jetzt hier auch in den Planer einfach reinklicken und habe entsprechend meinen Teilnehmer drin mit dem entsprechenden Datum, was ich ausgewählt hatte. Ich würde nochmal zurück zu den konventionellen Ansichten gehen, weil was sich auch noch geändert hat, ist, dass ich die Möglichkeit habe, dass sich die Auswahl der Benutzer geändert hat. Das wird auch ein generelles Konzept sein, wo wir sehr viel stärker in der E-Group-Ware drauf kommen wollen, dass man einfach die Möglichkeit hat, hier im Kalender und auch an anderen Stellen durch Klick hier einfach meine entsprechenden Teilnehmer auszuwählen und mir anzuzeigen. Aber ich könnte auch einfach an der Stelle jetzt eine Ressource auswählen oder ein Adressbuchkontakt auswählen. Das würde ganz genauso funktionieren, sowohl in meiner Auswahl hier an der Seite als auch beim Hinzufügen eines Termins. Sprich, wenn ich jetzt hier eine Ressource brauche. Hier kommen als erstes mal meine Benutzer. Also es hat sich halt komplett geändert, die Art und Weise, wie Sie Ressourcen, Adressen oder Kontakte auswählen können im Kalender, sowohl auf der linken Seite als auch direkt hier in dem Bereich des Bearbeiten-Dialoges. Ja, das heißt, wenn ich jetzt einen Beamer zum Beispiel haben wollte, kann ich den einfach in demselben Auswahlfeld mir eingeben und auswählen und damit dann auch hinzufügen. Also von daher ist es deutlich übersichtlicher, aufgeräumter auch an dieser Stelle geworden, dass ich nämlich in einem Dialog Benutzer, E-Mail-Adressen, also ich könnte jetzt auch einfach sagen, ich will hier office@stylight.de als Benutzer hinzufügen und okay, kleiner, wie so schön ist beim Vorführeffekt, also es soll genauso möglich sein, die E-Mail-Adresse auszuwählen. Ich habe aber, glaube ich, eben nicht fertig geschrieben gehabt. Und deswegen hat er es mich nicht hinzufügen lassen. Jetzt ist einfach die E-Mail-Adresse hinzugefügt. Das heißt, es gibt genau ein Feld, in dem ich alles einfügen kann, was so in dem Termin entsprechend mitspielt. Ich mache jetzt den Chat nochmal auf, dass Sie da auch nochmal ein bisschen Feedback schreiben können.
Was Sie jetzt auch noch gesehen haben, ich weiß nicht, das ist beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht so rausgekommen, dass hier auch das anderes Farbkonzept ist. Also das heißt, gucken Sie mal nach den Farben in eGrobert, die Farben an der Seite des Termins. Sie finden jetzt nur in so einem ganz kleinen Bereich statt, also nur im linken Bereich, so 10 Pixel ungefähr. Und dort ist im Endeffekt genau die Farbe des Termins drin. Und das ist anders als beim anderen nochmal. Drag and Drop mit Termin ist so eine Frage. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Was halten Sie denn davon? Wir probieren es aus und gucken, was passiert. Also, Drag and Drop scheint zu funktionieren. Der Chat, ja, der Chat verschwindet immer, weil wir den ausschalten, damit Sie volle Aufmerksamkeit auf der Präsentation haben. Sonst ist es an der Stelle immer ein bisschen problematisch, wenn Sie sich auf den Chat konzentrieren und dann nicht immer direkt konzentrieren auf das andere. Deswegen ist es besser, ihn einfach auszuschalten, dass Sie wissen, okay, jetzt ist der Bereich, wo wir Feedback von Ihnen benötigen an der Stelle und jetzt geht es um das Thema volle Konzentration auf den Bereichen von der neuen eGroupware 16.1. Gab es noch Fa Fragen sonst zum Kalender? Nö, also klingt gutes Feedback, wird gefällt mir immer besser. Ja, wir sind auch am Arbeiten. Das heißt, es geht ja immer Stück für Stück voran. Und wir haben in letzter Woche was präsentiert, heute kommt und es werden noch weitere Präsentationen kommen, wo Sie einfach mitverfolgen können, wie die Version wächst und besser wird. Und da ist es auch wichtig, dass wir Ihr komplettes Feedback auch bekommen. Und da haben wir das Thema Beta-Testing-Gruppe. Das kann ich jetzt mal ansprechen, wollte es aber eigentlich später ansprechen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Es geht einfach darum, dass wir gerne einen größeren Bereich hätten von Rückmeldungen von Ihnen und würden uns freuen, wenn Sie sagen, Sie würden da gerne mit einsteigen in das Beta-Testen. Das heißt, wir wollen eine interne Gruppe bilden aus vielleicht so, naja, 15 bis 20 Personen, die sagen, hey, ich arbeite mit der E-Gruppe, ich würde gerne Feedback geben zur neuen Version, die bereit sind mit zu testen, um auch sagen können, hey, macht es bitte besser, da ist unsere Erfahrung vielleicht nicht so gut oder da sind wir vielleicht ein bisschen, ich sag's manchmal, betriebsblind, weil sie einen anderen Anwendungsfall haben oder mehr Benutzer haben, wo sie sagen, meine Benutzer beschweren sich, dass das nicht so gut ist. Deswegen ist es wichtig, diese Gruppe zu bilden, um gemeinsam zu testen, Rückmeldung zu geben an uns und an die Entwickler, die das dann entsprechend ändern und sagen, das gefällt uns super, super gutes Konzept oder nee, das finden wir jetzt nicht so gut. Also ein ehrliches Feedback, ehrlicher Umgang miteinander, damit wir für Sie die beste Version zur Verfügung stellen können, die wir abliefern können. Und das ist eigentlich die Idee zu sagen, am Ende dieses Webinars wollen wir diese Beta-Tester-Gruppe gründen, um dann in regelmäßigen Abschnitten über Webinare in dieser kleinen geschlossenen Gruppe zu diskutieren und zu sagen, okay, was können wir besser machen? Und das ist eigentlich unser Angebot an Sie und da brauchen wir Ihr Feedback, dass Sie sagen, jawohl, ich bin bereit. Und wenn Sie sagen, Sie wollen gerne mitmachen, was ich mich freuen würde, dann schreiben Sie bitte eine E-Mail an info@stylight.de. Dann werden wir die weiteren Details nochmal in dem extra Webinar besprechen. Die Idee ist zu sagen, Sie bekommen bei uns eine Testversion im Hosting, um an dieser Version zu testen, um einfach keine technische Schwierigkeit im Hintergrund zu haben, sondern wirklich rein funktional der erste Test sein und dann wird es in die weiteren Bereiche reingehen. Das heißt, die nächsten 6 Wochen ist jetzt wirklich diese Beta-Tester-Gruppe extrem gefragt, um gemeinsam die E-Gruppe zu testen, auf Herz und Nieren Vorschläge zu machen, damit die Version einfach super ist. Und wir brauchen natürlich auch Leute für die Übersetzung noch. Wir benötigen Menschen, die sagen, hey, ich habe Lust, an der Dokumentation vielleicht noch was zu verbessern. Also jeder ist da herzlich willkommen, ist eingeladen zu sagen, ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht, um an dem Prozess eGrobert teilzuhaben. Dazu recht herzlich die Einladung. Ich sehe super gerne, ja, ich bin dabei, sehr schön, das freut mich. Der Herr Bruck, der Herr Reinhardt, Lohn24 sagt, ich bin dabei. Der Herr Fuchs ist dabei, super. Ich würde sagen, perfekt. Jetzt machen wir mal weiter und gucken mal, was die E-Gruppe sonst noch zu bieten hat, weil ich denke, es sind ganz, ganz viele tolle neue Sachen drin. Eigentlich würde eine Stunde gar nicht ausreichen, um das alles zu zeigen. Aber ich würde sagen, lassen Sie uns mal weitermachen. Ja, ich hätte gesagt, von der eGroupware selber, was wir uns im Browser bewegen, auf einem Laptop oder PC, haben wir, glaube ich, jetzt schon ausreichend gezeigt. Ich würde ganz gerne jetzt wechseln zu der Ansicht, wie sieht es denn auf den kleinen Mobilgeräten aus?
klein oder größer. Dafür haben wir vorbereitet, dass wir per TeamViewer auf meinen Samsung S4 drauf schauen. Sprich, das hier ist jetzt die Mobildarstellung vom Adressbuch an der Stelle, wie es dann aussieht, wenn ich über den Browser, also das ist keine native Anwendung, die auf dem Gerät läuft, sondern im Prinzip ist das einfach mit dem Browser, mit dem Chrome, der ja auf den Android-Geräten auch nativ vorhanden ist, auf die E-Groupware draufgeschaut, so wie wir es sonst mit dem Laptop machen. Und dabei ist es so, was wir uns jetzt so gedacht haben, wir wollen die Anwendungen, und das sind auch Feedback herzlich willkommen. Wir haben gesagt, jede Anwendung bekommt eine Farbe von uns vorgegeben, sodass ich anhand der Farbe identifizieren kann, wo bewege ich mich denn eben. Und zwar das Adressbuch ist dann in dem dunklen Blau. Oder wenn ich zurückschalte hier auf die andere Auswahl der einzelnen Anwendungen, wäre ich hier bei dem Türkis, Hellblau, wäre ich im Mail-Modul. Sie sehen, wir haben die Listen so aufgebaut, dass sie sehr übersichtlich sind, dass man sie an einem Handy auch gut bedienen kann. Das heißt, wir haben die Informationen deutlich reduziert, sind weg von den einzelnen Spalten, die wir auf dem normalen Browser zur Verfügung haben. Und wenn ich jetzt einen einzelnen Eintrag, wie jetzt hier eine Mail anschauen will, dann klicke ich oder tippe ich einfach meine Mail an und dann öffnet sich entsprechend die Mail, beziehungsweise jetzt habe ich auf Antworten geklickt und habe dadurch eine Mail verfasst, was dann natürlich etwas länger dauert, weil ich genau auf den E-Mail-Adresse geklickt habe. Ich gehe hier nochmal zurück. Also wenn ich jetzt so normal auf die Mail klicke, dann bin ich in der Anzeige von der Mail und da haben wir gesehen, das geht auch deutlich flotter. Das heißt, wir haben in allen Anwendungen das Ganze so gemacht, dass wir einen relativ schnellen Zugang haben, dass wir angezeigt bekommen, welche Informationen da sind. Und dann gegebenenfalls, wenn ich jetzt antworte, dann wird das Verfassen aufgerufen und das kann halt ein Momentchen länger dauern. Das heißt, wenn ich jetzt hier antworten würde, dann bin ich wieder im Antworten oder im Verfassen von der Mail. Und da sehen Sie, es braucht einfach ein Momentchen länger, bis die Sachen aufgebaut und angezeigt werden. Aber dann habe ich die Möglichkeit, im Prinzip über mein Telefon entsprechend die Mail zu schreiben. Da ich jetzt hier mit der Maus unterwegs bin, damit Sie besser sehen, wo ich mich bewege, ist es nicht ganz so flott, wie es die meisten von Ihnen wahrscheinlich sonst schreiben. Zum Versenden wähle ich dann entsprechend meinen Versenden-Button und dann wird die Mail rausgesendet. Da ich mich jetzt hier nur auf einer Testinstanz bewege, möchte ich jetzt auch gar nicht das Senden auslösen, sondern es Ihnen einfach nur gezeigt haben, wie es funktioniert. Natürlich kann ich auch von meinem Handy hier im Prinzip einen Anhang auswählen, der dann auf den normalen. Ja, das ist toll, wenn man live ist und plötzlich dann irgendwelche Verbindungen dann doch mal abbrechen oder irgendetwas nicht ganz so ausgeführt wird, wie man das soll. Aber das ist natürlich das Problem mit den Live-Verbindungen. Okay, ich hatte das E-Mail gezeigt, wollte jetzt noch mal auf eine andere Anwendung. Ich weiß nicht, ob Sie vorne dran alles gehört hatten. Ich hoffe mal, Sie hatten Sachen gehört. Wenn nicht, wenn noch Fragen zum E-Mail sind, können Sie die natürlich auch gerne stellen, dann wird der Stefan das im Zweifelsfall gleich nochmal reinbringen. Ich wollte jetzt, wie gesagt, mal aufs Adressbuch nochmal wechseln, dass wir nochmal eine andere Anwendung sehen. Das heißt, im Adressbuch haben wir auch relativ übersichtlich den Namen, die Organisation und wenn ein Foto vorhanden ist, das Foto von demjenigen. Und wenn ich mir den dann genauer anschauen möchte, klicke ich drauf und habe direkt so mal die wichtigsten Informationen zu meinem Kontakt, wie die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, die Sachen entsprechend vorhanden. Ich kann an der Stelle alles, was bisher in Tabs organisiert war, haben wir jetzt hier auch in, ich sage jetzt mal, vertikalen Tabs organisiert, die ich einfach auf- und zuklicken kann, indem ich hier auf das Plus oder das Minus klicke. Dementsprechend gehen die Informationen auf. Wenn ich diesen Kontakt jetzt bearbeiten wollte, damit ich einfach weitere Informationen
hinzufügen kann, dann klicke ich oben auf dieses Text bearbeiten. Das dauert dann wie eben beim Mail auch. Sobald wir in den bearbeiteten Dialog gehen, dauert es ein bisschen länger, weil da einfach mehr Zeit gebraucht wird, dass die ganzen Informationen, die da drin enthalten sind, entsprechend aufgebaut werden können. Aber im Prinzip ist der Aufbau genau wie in der Anzeigen auch. Das heißt, ich habe die wichtigsten Informationen erstmal on top. Danach habe ich die Informationen, die zur Organisation sind, die normalerweise in meinem Organisation-Tab drin sind, entsprechend vorhanden. Oder ich kann genauso gut die Privatinformationen mir anzeigen lassen, etwas einfügen. Ich kann an der Stelle Detailinformationen wie zum Beispiel eine Kategorie auswählen, indem ich einfach hier drauf gehe, meine Kategorie auswähle. Ich kann natürlich auch an der Stelle Verknüpfungen setzen, was wir sonst, wenn wir jetzt über eine Synchronisation sprechen, was ja immer so die Frage ist, wo brauche ich tatsächlich eine Synchronisation, dass ich meine Kontakte auf dem Handy habe als Beispiel, macht bestimmt Sinn für die wichtigsten Kontakte. Gerade auch wenn ich in Situationen bin, wo ich vielleicht mal keine Internetverbindung habe und meine Kontakte trotzdem haben will, die macht Sinn, trotzdem noch zu synchronisieren. Aber eine größere Menge, ich sage jetzt mal, wenn ich hier 5000 Kunden habe oder 5000 Kontakte, dann will ich die wahrscheinlich nicht auf mein Handy synchronisieren. Alle. Und dann habe ich die Möglichkeit, über diese Art Sachen einzufügen, einzutragen und auch all die Informationen zu setzen, die vielleicht per Sync so einfach nicht setzbar sind. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil da war auch die Frage wegen App versus eGroup versus das, was Sie jetzt sehen. Vielleicht mal ganz kurz zum Verständnis her. Sie rufen auf Ihre Mobiltelefon die Ihre eGroup-URL auf und dann sehen Sie diese Ansicht. Das bedeutet, das ist eine spezielle Ansicht für Ihren Browser mit dieser Auflösung. Und es hat den Eindruck, oder es soll den Eindruck vermitteln, als ob Sie eine Art App geladen haben. Sie brauchen aber immer eine aktive Internetverbindung. Und es ersetzt aber auch keinen Sync. Das heißt, das eine hat Vorteile, das andere hat Vorteile. Man muss immer schauen, was ist für Sie der richtige Weg. Ich würde es immer zusätzlich sehen an der Stelle, weil hier können Sie Termine von anderen Personen machen, Sie können hier Ressourcen mit einstellen, Sie können E-Mails schreiben. Das heißt, es ist alles eine ganz andere Art und Weise, als Sie das jetzt in der reinen Synchronisation per Aktiv-Sync haben. Und so ist es auch bitte zu verstehen, es ist was anderes, was Neues an der Stelle. Es soll nicht den Sync ersetzen, es ist zusätzlich gedacht. Und für Sie ist immer die Frage, für welchen Businessfall ist das eine besser geeignet, für welchen Fall ist das andere besser geeignet. Wenn Sie jetzt 10.000 oder 20.000 Adressen im Unternehmen haben, wollen Sie vielleicht nicht alles synken. Sie wollen einfach nur bestimmte Adressen jetzt mal nachschauen, die Sie nicht dabei haben. Das ist so die Idee hinten dran. Oder spezielle Infologs oder Anhänge, die Sie nicht synchronisiert haben. Und Sie müssen auch nichts installieren. Wir können nachher mal zeigen, wie das gestartet wird. Das heißt, hier ist einfach ein Knopf auf Ihrem Desktop. Vielleicht kannst du Birgit mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht. Wenn sie sich mal abmeldet, dann sehen Sie das auf dem Desktop. Oh, ich habe leider Den Teamflur gestoppt. den Ja, Teamviewer, nein, so ich habe ist den es. Teamviewer nicht gestoppt. Ich habe es wieder geschafft. Also im Prinzip, das hier ist mein Handy, mein Startbildschirm an der Stelle. Und da habe ich mir im Prinzip über den Browser, habe ich mir auf dem Startbildschirm, das heißt, wenn ich den Chrome mal starte als normalen Browser, dann gebe ich meine URL ein und habe hier auf der Seite einfach die Möglichkeit, eine bestimmte URL auf dem Startbildschirm abzuspeichern. Also wenn ich jetzt hier nochmal aufrufe, unsere So, das war ein Tippfehler. Ja, ist egal. Im Prinzip spielt es ja keine Rolle. Öffne es doch mal vom Desktop. Genau. Sobald ich eine URL wirklich eingegeben habe, habe ich dieses zum Startbildschirm hinzufügen entsprechend drauf. Und das ist das, was ich gemacht habe. Danach sieht das Ganze so aus, dass ich diesen Link auf meinem Desktop habe und wenn ich ihn aufrufe, dann zeigt mir das entsprechend meinen Anmeldebildschirm von der eGroupware. Sprich, da habe ich meinen Benutzernamen, Passwort gespeichert oder nicht.
und melde mich entsprechend an und bin dann in der eGroupware-Ansicht, die wir eben schon gesehen haben. Jetzt in dem Fall wieder im Adressbuch. Was ich auch noch zeigen wollte, natürlich haben Sie, wenn Sie etwas markieren wollen, auch das Kontextmenü zur Verfügung, wie sonst in der eGroupware auch, wobei wir es abgespeckt haben. Also es sind einfach weniger Aktionen, die wir hier drin zur Verfügung stellen oder anbieten. Auch da ist herzlich Feedback von Ihnen willkommen, wo man sagt, das fehlt mir jetzt ganz dringend oder aber das kann man eigentlich, braucht man auf dem Handy oder auf dem Tablet sowieso nicht, macht Sinn, vielleicht noch rauszunehmen. Das sind einfach so Konzepte, wo wir gesagt haben, wir wollen erlauben, dass man da unterschiedliche Sachen auf den Mobilgeräten und im Browser haben kann. Wenn ich es wieder schließe, andere Geschichten. Jeder einzelne von Ihnen hat bestimmt sich Favoriten definiert. Wir haben hier über dieses Sternsymbol auch unsere Favoriten zur Verfügung. Das heißt, ich kann mit einem Klick mich relativ schnell auch auf meine Favoriten, die ich auch im Browser nutze, wieder entsprechend da meine Liste einschränken und nur die Einträge sehen, die da irgendwo mit zusammenhängen. Vielleicht nochmal ganz kurz, kannst du nochmal auf diese Wischgesten eingehen, weil ich glaube, es hat auch nicht wirklich jeder direkt gesehen, wie das funktioniert mit dem Wischen. Das heißt, du ziehst den Finger von links nach rechts, dann ist es markiert Genau, so und kann in der ich anderen auch, Richtung kannst du auch mehrere ich kann auch markieren. mehrere markieren. Und wenn ich einfach nochmal markiere oder in die andere Richtung, also es geht in beide Richtungen, damit markiere oder demarkiere ich meine Einträge, sodass man sieht, welcher gerade ausgewählt ist. Auch das ist in allen Anwendungen dann. Okay, super. Dann würde ich mal sagen, wir sind schon eigentlich ziemlich weit gekommen mit der App. Wollen wir nochmal zurückgehen auf die Desktop-Variante? Wollen wir dann noch ein bisschen was zeigen? Da haben wir ja auch nochmal einiges zu sehen, wenn wir vielleicht wirklich den Kalender nochmal anschauen. Weil ich finde, diese Ansichten da oben, da können wir auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie das eigentlich mit den Pfeilen aussieht. Das heißt, für die nächste Woche, das kennen Sie ja aus der vergangenen Version. Aber auch, dass sie wirklich, dass der Bildschirm einfach anders da gestaltet ist. Dass Sie einfach sehen, Sie können sich voll auf den rechten Bereich fokussieren und Sie brauchen den linken auch gar nicht, eigentlich nur, um diese Benutzer auszuwählen. Und wenn die Birgit jetzt mal auf den schönen Pfeil da vorne klickt, dann sehen Sie auch, dass sich im Endeffekt dann mal auch sagen kann, ich will mehr Platz auf dem Bildschirm haben, gerade für die mit kleinen Ich Versionen. würde jetzt mal sagen, kleiner Vorführeffekt. Und dann sollte sich eigentlich das linke ausgeblendet haben. Sollte. Ja, ist ja noch die Beta-Version, von daher, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ansonsten würde ich sagen, wir sind unserer Zeit auch schon fast am Ende, aber ich habe gesehen, da gibt es noch einige Fragen. Da würden wir gerne mal drauf eingehen und wir schreiben unter den Link rein für die Beta-Testing-Gruppe danach. Vielleicht nochmal ein Feedback, Fragen. Ich habe gesehen, kommt Active Sync, stand noch auf der Agenda, ja, auf der Agenda. Wir haben es aber jetzt nicht direkt gezeigt, weil wir gesagt haben, naja, so viel kann man da eigentlich nicht sehen, das wird eingerichtet und damit läuft's. Und die Ergebnisse der Beta-Testgruppe sind dann eigentlich gefragt, passt nicht, wo haben wir vielleicht noch die einzelnen Schwächen? Und da würde ich sagen, Active Sync ist dann auf den neuesten Stand gebracht. Das bedeutet, wir sind eine Version nach oben gegangen. Und das ist eigentlich das Thema Active Sync. Da war viel Entwicklungsarbeit nötig bei den Entwicklern. Die haben da Blut und Wasser geschwitzt, um es auf die neue Version zu bringen, aber haben damit einen großen Beitrag geleistet. Und ich würde Sie auch nochmal bitten, nochmal wirklich auch nochmal ein tolles Lob an die Entwicklung zu geben, weil das war richtig viel Arbeit, was Sie geleistet haben in der neuen Version. Und da vielleicht auch nochmal, weil ich ein kleines Dankeschön, wenn Sie sagen, das gefällt mir, bitte nochmal reinschreiben. Weil ich habe gesehen, die sind auch mit im Webinar und es würde mich einfach freuen, wenn die auch noch das Feedback von Ihnen bekommen, wo sie sagen, wow, ihr habt gute Arbeit geleistet, das war richtig gut und das ist auch mal ein tolles Zeichen, dass wir eine gute Arbeit hier für Sie machen. Ja, also gerade zum Active Sync, glaube ich, ist es ganz wichtig für die Tests, denke ich, auch für Ihre Anwender dann wieder zu sagen, die Geräte, mit denen wir syncen wollen, genau die halt auch mal in den Test einfließen zu lassen, weil natürlich haben wir nur eine begrenzte Anzahl von Geräten auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs und da ist es sehr interessant zu schauen, wie verhalten sich denn die einzelnen Geräte tatsächlich dann auch im Sync.
wirklich, wenn wir da etwas genauer ins Detail gehen, in der Art und Weise, wie Sie das auch mit dem Active Sync nutzen. Der eine hat vielleicht mehr Serientermine, hat mehr Ausnahmen, hat man ja sehr unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Und ich denke, da ist es wichtig, einfach auf eine breitere Masse dann bauen zu können, damit wir die Sachen im Vorfeld vor dem Release beheben können und nicht nachher mit unseren eigenen Benutzern in Probleme reinlaufen, die vielleicht einfach vorher in den Tests nicht aufgefallen sind. Ich habe hier noch mal ein paar Fragen gesehen. Zum einen habe ich gesehen, der Herr Weber fragt noch einmal die Frage, ob das EPL oder der normale E-Gruppe ist. Was wir jetzt sehen, ist natürlich die EPL-Version. An der Stelle für die Community-Version hat sich aber auch vieles verändert. Also, ich sage mal, an den Unterschieden hat sich jetzt nicht so viel geändert zwischen EPL und Community-Version, aber es wäre jetzt eine Detailfrage. Also, der Kalender ist in beiden Versionen drin. Und die mobile Ansicht ist auch in beiden Versionen drin. Also das war ich nur mal so als kurzes Feedback zu dem Thema. Dann habe ich noch jemand gesehen, das Thema Mail-Verschlüsselung. Genau, es gibt für das Desktop PGP-Verschlüsselung. Das ist jetzt auch mit drin. Es gibt dann noch ganz viele auch Fragen oder Dinge, die auf dem Beipackzettel von der Verschlüsselung liegen. Ich würde sogar fast sagen, das ist nochmal ein extra Webinar wert wirklich zur Verschlüsselung. Weil ich sag mal, Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen den Schlüssel aktivieren, den PGP-Schlüssel. Da gibt es einfach so viele Themen dabei. Sie werden sehen, wenn Sie jetzt auf Mail verfassen klicken, dann sehen Sie direkt, dass es ein kleines Symbol da oben gibt. Aber nicht, doch, Verschlüsselung. Also da gibt es das PGP gesehen. Es ist hier jetzt drin. Ich würde aber sagen, lassen Sie uns das wirklich mal zum Anlass nehmen, ein eigenes Webinar zu machen zur Mail-Verschlüsselung oder auch zur Infolog-Verschlüsselung. Das Thema ist ja dort genauso implementiert, bedeutet aber, dass Sie die Schlüssel benötigen. Und da gibt es natürlich noch Fragen, die wir besprechen müssen, weil was bedeutet es, wenn Sie jetzt einen Infolog verschlüsseln und der Mitarbeiter ist jetzt nicht mehr da? Also das sind natürlich auch interessante Themen, wie geht es denn da weiter? Oder Sie haben die Mail verschlüsselt. Und jetzt sind sie auf dem Mobilgerät. Also, es sind alles Themen, die wirklich noch da sind, die zu beantworten sind. Wie gesagt, wir haben das schon angefangen. Es ist auch drin in der E-Gruppe. Das bedeutet, es wird auch mit der Version 16.1 kommen. Und dafür würde ich sagen, wir machen ein extra Webinar. Da können wir darüber nochmal sprechen. Und natürlich auch die Expertengruppe, die Beta-Testengruppe, ist natürlich auch ein Part, das sich mal anzuschauen, zu sagen, wie sieht es denn da aus? Das war das Thema Verschlüsselung. Habe ich jetzt irgendeine Frage übersehen? Also danke für das tolle Feedback nochmal. Super. Lies noch was zum Projektmanager. Ja, Projektmanager ist weiterhin drin. Auch für den Projektmanager wird auf den Mobilgeräten verfügbar sein. Das Gantt-Chart werden wir dort explizit nicht verfügbar machen, einfach weil es, ich sage jetzt mal, auf den wenigsten Mobilgeräten irgendwie sinnvoll Platz findet. Von daher werden wir vom Projektmanager halt die Projektliste, die Elementliste, die Preisliste, die Sachen verfügbar machen. Jeder, der einen Projektmanager nutzt, kann dann auch über die Mobilgeräte auf die Sachen zugreifen. Da fehlt einfach nur noch ein bisschen Inhalt, was die Umstellung der Templates angeht. Deswegen haben wir es momentan noch nicht in die Ansicht mit aufgenommen. Dann war noch eine Frage, habe ich gesehen, zum Thema Cookies, Cookie-Authentifizierung. Ist mir nicht genau klar, was Sie jetzt damit genau meinen. Weil ich da nochmal kurz was reinschreiben, wenn nicht, würde ich sagen, kann man das auch gerne mal vertagen auf diese Expertengruppe oder Sie schreiben uns eine E-Mail, dann kann man das im Nachgang vielleicht noch besprechen. Ich habe noch was gerade gelesen. Rechtsklick auf den Kalendereintrag möglich. Ja, wir haben jetzt auch die Kontextmenüs in den im Kalender verfügbar, in den normalen Ansichten. Sprich, ich kann zum Beispiel einen Stundenzettel auf meinen Termin einfach per Kontextmenü buchen oder kann natürlich auch per Stundenzettel einfach einen Termin hinzufügen an einer beliebigen Stelle. Also da haben wir die Kontextmenüs im Kalender jetzt auch in den normalen Ansichten integriert.
Okay, habe ich jetzt auch gesehen. Danke, Ralf, für die Frage. Super, dass du das reingeschrieben hast. Okay, ich würde mal fast sagen, haben wir noch ein bisschen was auf der Oberfläche? Ansonsten würde ich sagen, lassen Sie uns mal schauen, dass wir Ihnen die E-Mail-Adresse geben. Ich schreibe die mal rein für das Beta-Testen. Das ist ganz einfach info at stylight. .de. Dort bitte eine E-Mail hinschreiben. Was wir dann machen ist, wir werden für Sie eine eigene Testversion bei uns im Haus hin zur Verfügung stellen. Die ist kostenfrei. Und dann wird es ein eigenes Ticketsystem geben, an dem alle beteiligt werden. Das bedeutet, diese Tickets sind dann offen für alle. Das heißt, alle aus dieser Beta-Testing-Gruppe können diese Informationen lesen. Das heißt, es muss nicht jemand mehrfach diesen Fehler melden oder das tolle Feature, sondern es geht einfach darum, Sie können das mitlesen, Sie können sehen, ah, okay, das geht in eine super Richtung, interessiert mich auch, bin ich auch dafür. Und wir werden diese Webinare machen, wo wir Ihnen vorstellen, was hat sich im Vergleich zur letzten Woche geändert, auf was sollte man achten, wer hat den Fokus auf bestimmte Module. Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass ein, zwei Leute sagen, sie beschäftigen sich mehr mit dem Kalender, andere mehr mit der Synchronisation, ein paar Leute haben das Thema Übersetzung vielleicht nochmal im Fokus, der Vereinheitlichen der Dokumentation. Also es gibt Arbeit, gibt es genug. Und von daher freue ich mich, je mehr Leute hier reinschreiben und sagen, ich bin mit dabei. Vielleicht gibt es auch Leute, die schon eine Testversion haben im Hosting. Die können wir auch gerne auf die neue Version hochziehen. Also da sind wir auf jeden Fall offen. Und Sie sehen, es gibt noch so viele Dinge im Detail, wie zum Beispiel mit dem Rechtsklick. Was für uns schon fast zur Selbstverständlichkeit geworden ist, haben wir einfach in der Schnelle der Zeit gar nicht mehr dran gedacht. Auch wenn Sie in die anderen Module gehen, da ist wirklich ganz, ganz viel auch da. Auch die Navigation im Kalender auf der linken Seite, das hat sich ein bisschen geändert. Die Suche ist links. Also man muss einfach mal reinschauen, ein bisschen ausprobieren. Super, dass Sie mit dabei sind. Super, der Höllinger ist dabei. Sehr schön. Auch zum Testen freue ich mich drauf. Arthur ist dabei. Das ist klasse. Und ansonsten würde ich sagen, haben Sie noch weitere Fragen? Wenn nicht, würde ich sagen, lassen Sie uns auf diese Beta-Gruppe im Endeffekt vertagen. Wir werden da noch einiges machen. Ah, da ist noch eine Frage. Ja, bitte noch, wenn wir was übersehen haben, kurz reinschreiben. Angebotsmodul. Ja, sorry, habe ich ganz vergessen. Kann ich Ihnen noch nicht genau zeigen. Es gibt aber eine ganz große Entwicklung. Das wollen wir auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und zwar hat die Firma HW Softwareentwicklung, der Stefan Werfling und Mike Hüttner, die haben ein eigenes Modul geschrieben für eGroupware, also zwei Module eigentlich, sogar noch mehr. Aber ich sag jetzt mal die größeren Module, die ich auch super interessant finde, das eine ist das Angebotsmodul. Das heißt, Sie können Angebote jetzt mit eGroupware schreiben. Und da haben wir noch keinen Termin, aber es wird auf jeden Fall auch dazu ein Webinar geben, wo wir Ihnen das erklären, wie das funktioniert. Das heißt, wie Sie aus eGroupware eine Adresse auswählen können, Ihr Angebot schreiben und direkt ein PDF dazu erstellen. Das ist ein Thema. Das andere ist die Anbindung zum Beispiel an E-Mail-Marketing-Systeme, die Anbindung an andere Systeme, wo es um das Thema Workflow-Management gibt. Ja, Herr Kaulich, da muss ich Ihnen leider sagen, Angebotsmodul ist nur Teil der EPL. Also EPL ist die Grundvoraussetzung plus nochmal ein Preis für das Angebotsmodul. Und es ist bei Workflow genauso. Das heißt, die Grundlage ist dort, Sie müssen mindestens auf EPL sein und dann kann man das Angebot nutzen, plus einen kleinen Aufpreis für diese entsprechenden Module. Und das würde ich gerne gemeinsam mit den Kollegen Stefan Werfling, Mike Hüttner machen. Und das wollen wir einfach vorstellen. Und da sehen Sie, was Sie alles damit machen können. Und Rechnungsfunktion, ja, die Idee ist, dass ein Warenwirtschaftssystem nachher daraus wird. Das heißt, der erste Punkt ist natürlich das Thema Angebote. Angebote überführen dann auch in Rechnung an der Stelle oder Abrechnung aus dem Projektmanager. Also, das sind hochspannende Themen. Nur braucht es auch ein bisschen Entwicklung auf der anderen Seite. Und von daher ein bisschen Geduld haben. Und ich denke,
Ab Start der 16er ist es eine super Integration. Wir haben schon einige Kunden, die jetzt das Modul verwenden, das Workflow-Modul. Wir haben es auch im Hosting bei uns im Einsatz. Und das Ziel ist, Prozesse zu automatisieren mit dem Workflow-Modul, die Arbeiterleichterung dann mit dem Workflow-Modul, Angebotsmodul. Also es geht mit großen Schritten voran in der E-Groupware. Und jetzt brauche ich nochmal das Feedback. Habe ich alle Fragen beantwortet? Gibt es noch Themen, wo Sie sagen, da ist noch was da? Genau. Arthur hat hier geschrieben, wir sind noch von A3DS. Wir sind noch am Testen mit den Angeboten. Super. Vielleicht auch mal kurz reinschreiben. Sie haben ja, glaube ich, auch das Workflow-Modul im Einsatz, wie da Ihre Erfahrungen sind, dass die anderen auch davon profitieren und vielleicht sagen Sie, hey, Sie würden gerne mal Ihr Beispiel auch präsentieren, dass Sie sagen, Sie zeigen ein bisschen, was Sie mit dem Workflow machen, dass wir ein Praxisbeispiel haben. Aber das müssen Sie selbst erstmal entscheiden, ob das für Sie okay ist. Und dann könnte ich mir vorstellen, es gemeinsam einfach mal vorzustellen. Ja, mache ich dort. Ja, super, würde mich freuen. Ja, genau. Das wäre doch eine tolle Sache. Ja, es kam eben, ich habe noch die Frage gesehen, kann man Admin auch über die Mobilgeräte bedienen? Ja, kann man, ist im Prinzip ähnlich vom Aufbau her wie aus dem Adressbuch auch. Also sprich, es gibt dort einfach noch den weiteren Tab mit der Administration, wenn es darum geht, einen Benutzer zu administrieren. Wir haben die Dialoge alle vorhanden. Man kann natürlich überlegen, und das ist auch ein Teil unseres Konzepts, dass Sie in Ihrer Instanz später sagen können, welche Module sollen denn auf den Mobilgeräten verfügbar sein. Damit kann man sagen, Admin soll verfügbar sein oder soll nicht sein, oder Anwendungen, die jetzt nicht für Mobilgeräte optimiert sind, ob die dort dargestellt werden sollen oder nicht. Das ist dann eine Entscheidung, die jeder für sich treffen kann. Per Vorgabe werden wir erstmal nur die Anwendungen freischalten, die tatsächlich für Mobilgeräte optimiert sind, aber haben somit auch die Möglichkeit geschaffen, wenn jemand ein spezielles Bedürfnis hat und sagt, naja, ich klicke mich da schon irgendwie durch, dann hat er immer noch die Möglichkeit, auch die Sachen freizuschalten. Weil wir können Sachen wie ein Wiki oder wie Wissensdatenbank, die können wir einfach nicht so überführen, wie wir es jetzt mit den anderen Anwendungen gemacht haben. Okay, also ich würde mal sagen, wenn Sie keine Fragen mehr haben, wir sind an der Zeit auch knapp, weil es gibt das Ganze gleich nochmal auf Englisch. Das heißt, wer vielleicht auch zu spät später eingestiegen ist, wir machen jetzt nochmal die Vorstellungsrunde an den englischen Bereich der Community und dann unsere englischsprachigen Kunden, würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jawohl, ich freue mich schon auf das Webinar, was dann im geschlossenen Kreis mit den Beta-Testern stattfindet und dort auf den regen Austausch mit Ihnen. Einen schönen Tag noch allen. Dankeschön, Dankeschön für das tolle Feedback. Und in dem Sinne freue ich mich schon auf das erste Webinar mit Ihnen für die Beta-Tester-Gruppe. Und wir werden Sie am Laufenden halten, über den Newsletter werden Sie wieder erfahren, wie das Ganze weitergeht und wünsche Ihnen auch einen schönen Tag.